meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar befinden wir uns heute wieder mal in Linz, also die Untertage-Verlagerung hier direkt in der Linzer Stadt, die lassen mir keine Ruhe. Ich muss immer wieder neue Eingänge finden, suchen und wir haben einen gefunden. Und zwar sind wir heute im Aktienkeller unterwegs, aber nicht wie gewohnt durch den Haupteingang, sondern hier oben an der Wiese gibt es ein Loch. Hier muss ein altes Haus gestanden sein, damals zu Kriegszeiten, 45, 46. Das ist allerdings jetzt weggerissen. Und auf der Wiese befindet sich jetzt ein Loch. Früher konnte man gerade seine Hand rausstecken. Heute kann man sogar direkt da rausklettern. Und irgendein schlauer Mensch hat ein Holzbrett draufgelegt, damit man natürlich auf der Wiese nicht reinfällt. Und wir haben uns das Ganze natürlich mal angeschaut. Und ich wünsche euch viel Spaß bei meinem Video. Bleibt meinem Kanal treu, euer Beatmaster TV. Und wenn ihr kein Video mehr von mir verpassen wollt, abonniert einfach meinen Kanal. So. Wir betreten den Aktienkeller heute von dieser Seite. So, meine lieben Freunde, wir befinden uns im Aktienkeller, aber heute von einer anderen Seite. Wir sind praktisch auf der Wiesenseite. Da muss mal ein Haus gestanden sein, wo der Keller des Hauses Zugang zum Aktienkeller hatte. Und wir sind praktisch, irgendjemand hat das Loch größer gemacht und wir sind praktisch jetzt einfach durch das Loch rein. Gehen praktisch nicht durch den Haupteingang. Das ist die Luftschleuse, die wir jetzt passiert haben. Hier links geht es zum Limonistollen. Limonistollen brennt heute wieder Licht.
gehen jetzt praktisch wieder hier zurück. Von hier rechts sind wir gekommen, müssen wir nachher wieder raus. Von da sind wir gekommen. Wir gucken aber jetzt noch weiter. Im großen Stollensystem. Hier links ging es praktisch Richtung Froschberg. Ich weiß nicht, ob es da wirklich reell einen Durchgang gab. Hier geht es auch einen Blindstollen nach rechts. Hier liegt jede Menge Kabel oder Schlauch. Vermutlich ist hier ein Belüftungsstollen oder Belüftungsschacht, Stollen, ein Schacht. In der Bergmannsprache ist es ein Wetterschacht. Man spürt ganz deutlich den Luftzug. Wir sind hier praktisch wieder bei den Weinfässern gelandet. Wie gesagt, diesmal sind wir hinten rein in den Aktienkeller. So. Man kann hier ganz gut erkennen, dass die ganze Anlage in Sandstein gearbeitet ist. Den Haupteingang hat man uns ja leider zugemacht. Der Grund, warum die Anlage gesperrt wurde, ist wahrscheinlich hier dieser große Deckenzusammenbruch. Und hier ist natürlich eine Riesensauerei. Hier ist Öl ausgelaufen. Eine Umweltverschmutzung sondergleichen. Bah. Stinkt nach Öl. Man kann sich kaum vorstellen, dass es hier drinnen mal eine Ausstellung gegeben hat. Wir gehen jetzt hier in so einen Stollen, mal bis zum Schluss. Hier kann man auch schon sehen, zur linken Hand
dass schon Deckenteile zusammengebrochen sind. Ich persönlich war jetzt hier in dem hinteren Bereich eigentlich noch gar nicht gewesen. Also hier in diesem Bereich den kenne ich jetzt persönlich noch nicht. Wir sind praktisch jetzt, hier geht es zu einem Stollen mit der Pilzzucht. Hier war eine Pilzzucht gewesen. So, wir gehen jetzt wieder vor. Hier über uns befindet sich praktisch ein Lüftungsschacht. Der ist nach oben hin komplett offen. Also man kann wirklich hochschauen. Hier hinten ist dann zu. Ich vermute, dass es sich vielleicht um einen Verbindungsstollen handelt hier, der die ganzen einzelnen Hallen hinten miteinander verbindet. Wie gesagt, in diesem Abschnitt des Aktienkellers war ich halt auch noch nicht. Hier ist halt auch schon ein Großteil der Decke zusammengebrochen. Man kann das wirklich hier gut erkennen. So, wir gehen jetzt praktisch wieder raus auf den Hauptgang. So, es ist wirklich eine relativ gefährliche Angelegenheit hier im Aktienkeller, also Teil des Aktienkellers. So, wir sind ja wieder am Hauptgang. Ganz kurze Frage in die Runde. Wer von euch kennt den Aktienkeller hier in Linz, in Oberösterreich? Wer war vielleicht schon mal hier gewesen? Wir schauen jetzt nochmal zu dem Brunnenschacht. Hier geht es praktisch zum Brunnen. Hier rechts oben kann man noch ganz gut die alte Versorgungsleitung erkennen für die Pumpe. So. So wie man hier vielleicht erkennen kann,
geht's hier doch relativ, so wie man hier vielleicht erkennen kann, geht's hier doch relativ tief runter. Da wollen wir natürlich schon runterfallen. So, wir schauen jetzt mal weiter. Also in den letzten Jahren hat sich hier sehr viel getan im Aktienkeller. Es ist auch wirklich einiges zusammengebrochen hier. Es ist wirklich nicht ganz ungefährlich geworden. Ich vermute mal ganz einfach, wenn der Sandstein austrocknet, dann kommt er einfach nach unten, wie es in einigen Hallen halt der Fall ist. Ich glaube, wir müssen noch eins weitergehen. Na, hier auch noch nicht. Jetzt finden wir den Ausgang nicht mehr. Hinten ist der Ausgang Richtung Emoni-Stollen wieder. So. Jetzt kommen wir praktisch wieder an den ganzen Fässern vorbei. So, jetzt geht es wieder ein Stückchen bergab. Man kann auch schon da hinten wieder den Limoni-Stollen sehen. Das Licht ist zwar ein weiter Weg, aber man sieht es trotzdem schon. Vermutlich ist da heute Führung. Ich glaube, jetzt müssen wir da links. Ah, na, da waren die WCs. Wir müssen noch einen Gang weiter geradeaus gehen. Wir sind praktisch hier in einem schön gemäuerten Ziegelstollen. So. Ich vermute, dass wir heute Führungen stattfinden im Limoni-Stollen. Wir wollen es natürlich nicht erwischen lassen, weil natürlich die Leute meinen Scheinwerfer dann sehen würden. So. Wir gehen natürlich wieder durch die Gasschleuse links.
Also hier waren schon einige Leute drin. Sind wir nicht die Einzigsten.